Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Hier stehen wir und leuchten rot. Das war ein bisschen hart. Der Kampf gegen den Landhai. Landei. Landei, Landhai. No time to rest? No time to rest? Doch, time to rest. Allerdings time to rest. Das war nämlich ganz schön fies. Lagerplatz. Das heißt, ich speichere mal. Gleich. Beziehungsweise bevor ich schlafen gehe, speichere ich mal. Oh, das Lager sieht ja voll schön aus im Unterreich, im Underdark. Das ist ja wunderbar, das ist ja fantastisch hier. Das ist das schönste Lager bis jetzt. Auch wenn die Umgebung gefährlich ist, aber schön ist sie schon, muss man schon sagen. What's on your mind? Ich wollte mal Hallo sagen. Was wisst ihr darüber, dass die Stadt El Turel nach Avernus abgestürzt ist? Und sie war in Avernus, als das passiert ist. Wasn't all that long ago. I never knew the whole of how and why, but I remember the devil slavering with delight. I should have looked after the Elturans more. Gone out of my way to make sure they were all right. The long and short of it was, I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. But Avernus is no place for decent folk. I'm glad they got out. So glad. Ich würde denen ja auch gerne helfen. Nur mal so nebenbei gesagt. Aber das Spiel lässt mich ja nicht. Ich bin ein bisschen salty. Also wirklich. Ich hoffe, das kriege ich noch irgendwie gefixt mit der Quest. I should speak up. I hear you did the deed. How was your little romp? Geht dich gar nichts an? Spoil sport. Well, what do you want, if you're not here to gossip? Ja, vielleicht nicht darüber, aber Brudi, wenn du sonst nichts zu erzählen hast. May the darkness protect you. Danke. Ist irgendwas Neues? Fine. What's on your mind? Ist da vielleicht was Neues mit ihrer Meinung? I don't think I've ever had a confidant quite like you. Oh. And if I have, I can't remember them. So lieb von ihr. Ich muss mal mit dem Schwert noch gucken, wo ich gerade das Schwert sehe. Ob ich mein Drow-Schwert jemand anders gebe, der wirklich im Nahkampf steht. Speak. Hi. Das war eigentlich ganz nett letztes Mal. Nochmal. Perhaps if I'm in need of relief. Until then, I'll enjoy watching you squirm from the anticipation of it. Ah, übertreibt man nicht. Ab und zu kann man das mal so machen, aber. Wo haben wir eigentlich. Aber interessant, dass wir hier noch unsere komplette Rüstung haben. Das ist jetzt nicht die lange Rast, wenn man das irgendwie nicht hier auswählt. Anscheinend. Dann. Ich könnte das Lager wieder verlassen. Tag beenden. Ich könnte aber auch hier Lager verlassen, ohne dass Zeit vergeht sozusagen. So kann man das dann machen. Was ich noch eben gucken wollte, machen wir das eben mal jetzt. Ich habe ja dieses Drow-Schwert. Ich mache 5 bis 14 Schaden, was ziemlich gut ist. Das Problem ist, der Buff funktioniert, der Buff ist ziemlich gut, aber der funktioniert in einem AOE um den Träger des Schwertes rum. Das Schwert ist auch nicht übertrieben groß. Und sie sollte eigentlich nicht stehen. Wir haben 2 Nahkämpfer, potenziell 3. Und dann brauche ich noch einen 4. Gerade gegen den Landhai hat man gesehen, wie problematisch das sein kann. Deswegen würde ich idealerweise das ganz gerne wechseln. Das heißt, wenn ich jemand anders diese Waffe geben kann. Erstmal gucken, ob wer die noch tragen kann. Ich muss die mal rausnehmen, um die richtig anzugucken. So. Okay, sie kann das nicht so gut tragen. Lazel würde weniger Schaden damit machen, aber es hat plus 2, wenn man das aktiviert. Mal kurz gucken. Das ist hier nicht angezeigt richtig. Leider. Aber es war, glaube ich, plus 1, oder? Ich will das nochmal, dass ich das wirklich vergleichen kann. Nein. Still breathing. Falsch.
1d4 auf Angriffswürfe. Und 1d4 ist halt nicht schlecht. Das ist im Schnitt. Also das ist eine 1, eine 2, eine 3 oder eine 4. Kann 4 Varianten haben. Und im Schnitt hat man plus 2,5. Oder? 1 und 5 und 2 und 3, ja. Also im Schnitt kriegt man plus 2,5 auf den Angriffswurf. Wenn ich das richtig, ist es ja praktisch wie plus 2,5. Also nur auf den Angriffswurf, nicht auf den Damage, aber auf die Trefferchance. Das ist halt voll krass eigentlich. Natürlich verliert man einen Angriff. Das ist dann der Nachteil. Aber wenn man am Anfang vielleicht auch noch gar nicht im Kampf ist und erst dahin muss, finde ich das ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie komplett überschätze oder ob ich das... So, und wenn ich das halt mache... Am liebsten eigentlich der Karlach geben, glaube ich, nämlich. Also sie hat 7 bis 17. Das macht halt 2 weniger Schaden auf Min- und Max-Schaden, aber man kriegt halt ordentlich Bonus auf die Angriffswürfe. Wie sieht das bei Karlach aus? Man verliert nur 2 auf den Max-Schaden. Und seht ihr noch die andere Möglichkeit, solche das immer Glühschwert zu benutzen, was noch mehr Schaden machen würde, aber hat man gar keine Verzauberung. Und Trefferwahrscheinlichkeit ist halt wie Rüstungsklasse. Das ist ja praktisch genau das Gegenstück. Das ist schon krass. Das heißt, Schwert, bei ihr sieht es voll klein aus. Wenn ich das trage, ist das so geil. Bei ihr sieht es aus fast wie so ein Zweihandschwert. Bei ihr wirkt das dann wieder ganz anders. So wie halt eben ein Einhandschwert, macht aber 6 bis 15. Das macht jetzt na, auf dem Max-Schaden 30% mehr Schaden. Aber das gucken wir gleich nochmal an. Das sind auch 6 bis 15, so ein Glaubensbrecher. Und was habe ich hier gerade weggelegt, dass wir das nochmal anschauen. Achso, das habe ich natürlich jetzt hier. Ist 6 bis 17. Ich probiere das mal, ich finde das ziemlich gut. So, das heißt, sie braucht natürlich wieder eine vernünftige Einhandwaffe. Wir hatten die ganze Zeit das Rapier. Dass wir da nichts Besseres haben inzwischen. So, sie kriegt mal hier 2 bis 9. Einen guten Bogen. Irgendeine Fernkampfwaffe kriegt die jetzt auch mal, mit der irgendwas hat. Falls das mal nötig ist. Auch wenn sie eigentlich immer wirft. Aber ich glaube, es hat keinen. Nein, jetzt habe ich das falsch. Es hat keinen Nachteil, wenn sie eine Waffe angelegt hat. Also das wüsste ich nicht. Ist das irgendwann mal nachteilig? Habe ich noch irgendeine gute Einhandwaffe, die ich jetzt. Damit bin ich nicht geübt. Müssen wir ihr mal eine besorgen. Das kriegen wir schon hin. Und das nicht vergessen. Den Beistand. Tanzende Lichter, Tierfreundschaft. Die sind irgendwie. Tierfreundschaft ist völliger Quatsch. Wir können mal draufklicken. Darf ich nicht vergessen, dass da diese Möglichkeit gibt. Totensprechen ist auch alles nicht so. Also ich habe kein gutes Amulett sonst. Können wir hier nochmal draufklicken, ob es irgendwas Spannendes gibt. Zweihändig. Kann sie sogar tragen, anscheinend. 1 bis 10 Schaden, aber 4 bis 11. Kann man werfen. Kommt zurück. Waffen plus 1. Kann man das eigentlich irgendwie filtern, dass nur geübte Sachen angezeigt werden? Nein. Nicht geübt, nicht geübt. Alles Zweihand. Und es hat plus 1. Zweihändig, aber scheint ja nichts dagegen zu sprechen, oder? Ist ja nicht so, dass man nicht casten kann mit einer zweihändigen Waffe oder irgendwas, nicht? Sieht ein bisschen komisch aus, finde ich, bei meiner Bardin, aber sie sieht eh jetzt ein bisschen kriegerisch aus. Ein bisschen Valkyrie hier fast schon, ne, mit ihrem Set. Das Schwert sah ziemlich geil aus bei ihr, muss man echt sagen, aber dass das bei den anderen besser aufgehoben ist, einfach so. Ist so. Tatsache. Okay, jetzt haben wir genug wieder rumgeeiert hier. Wir gehen mal zur Nachtruhe über. Ich speichere mal vorher, falls was mit Lazelle passiert.
will ich nämlich andere Sachen anziehen. Weil man muss sich ja manchmal ein bisschen Mühe geben für ein Date, auch für so ein Booty Call. Deswegen machen wir jetzt mal Nachtruhe. Lange Rast. Ja. So muss ich hier draufklicken, zu Bett gehen, dass man das nicht da machen kann. Jemand hat mit Gesprächsbedarf, was? Mit dem Gesprächsbedarf. Wird nicht mal angezeigt. Müssen wir es jetzt so rausfinden, wie habe ich ihn noch nicht gesprochen? Will. Will habe ich irgendwo. Wo ist denn Will? Oh, Gable auch was. Die Oma habe ich ganz vergessen, die gibt es ja auch noch. Können wir kurz mal nach Will gucken. Guten Abend. Okay. Gale, als Haus bist du ganz neu in meiner Gruppe. Spare me a moment, if you please. I've something important to discuss with you. Go ahead. We've been traveling together for a while now. Naja, nicht so lang. Just about time that I shared something with you. It's a rather personal matter that I'll prefer to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Glückwunsch. Welcher Zustand? The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Okay. Welche Art von Gegenständen reden wir hier? Oh, staffs, tomes, cowls. The form doesn't matter, so long as it's brimming with weave. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time, and by that I mean it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Heißt das, ich würde ihm einfach Magiegegenstände und dann alles gut. Jetzt hier, das ist, glaube ich, immer irgendwas falsch mit dem Weiter. Jetzt sage ich automatisch irgendwas. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Noch nicht so häufig, aber ab und zu schon. Ich kann jetzt nur Weiter drücken. Kann ich vielleicht mit dem Gamepad irgendwas machen? Nee, auch da ist nicht mehr. Ich sag mal Weiter. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. Wie, was habe ich denn in meinem? There'll be danger involved, or great cost. Ganz kurz, jetzt, was habe ich denn gesagt? Von welcher Art von Gegenständen sprechen wir? Wo werden wir die Artefakte finden, die ihr sucht? Ich habe jetzt eine Antwort ausgewählt, unter mehreren anscheinend, mit diesem Weiter. Das ist ein sehr ärgerlicher Bug. Naja, wir haben sie schon gefunden. Ihr habt sogar eins bei euch. Welches denn haben wir denn bei uns? Ihr wollt, dass ich, das hatte ich erwartet, keine Sorge, ich helfe gern. Ihr wollt also, dass ich mein Leben für euch riskiere. Wenn ich mächtige Gegenstände erhalte, weiß ich nicht, ob ich sie euch nicht vorziehen werde. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass mir diese sinnbefreite Artefaktsuche einerlei ist. Wir riskieren unser Leben, also es wird sehr gefährlich, teuer. Valid question. If not out of the simple goodness of your heart, then perhaps your own self-interest might be sufficient motivation. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. It'd be far harder for me to assist you if I could barely stand upright. Magie kann schon hilfreich sein. Trust me. Your help could be the difference between life and death. Die Larve nutzt, um Gates Gedanken zu erkunden. Wir können schon versuchen, euch zu ihm zu helfen. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Und zwar, was will er? Ich weiß nicht mehr, welchen. Könnt ihr mir denn nicht wenigstens sagen, welchen Gegenstand ein magisches Artefakt geben? Was habe ich denn? Kannst du vielleicht noch ein bisschen warten? Ich möchte mein Inventar nochmal checken. Was passiert denn mit dem Gegenstand, wenn ich ihm den gebe? I will consume the magic inside. What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket. But it will save my life.
even if only temporarily. Ich habe dich gerade in die Party aufgenommen erst, ja. Kannst du noch kurz warten vielleicht? Of course. I would hate for you to think me impatient or ungrateful. I shall persevere for now. Das ist nett von dir. Wenn man wenigstens fragen könnte, welches Item man genau möchte. Das könnte man ihm ja, soll er halt zeigen, was er genau möchte. Das finde ich ein bisschen einfach so, hier, ich gebe dir ein magisches Artefakt. Ja, welches denn? Wieder so eine Seelenmünze? Brauche ich für Karlach. Ich meine, will er hier so einen Pfeil des Feuers essen? Oh, der ist nicht magisch. Aber hier irgendwie irgendwas anderes halt, was nicht so wichtig ist. Können wir drüber sprechen. Da musst du schon nächstes Mal etwas... Okay, ist die Kamera verhakt. Oh, der Ball ist hier. Stopp, warum ist der Ball hier? Den brauchen wir. So. So, ich wollte mich aber schlafen legen. Das war's. Ich speichere nochmal. Falls wir so umziehen müssen. Lagervorräte auswählen. Warum macht er zum Beispiel als Auto auswählen mehr? Egal, 41 ist okay. Ach, kein Besuch von Lazel, wir träumen schon wieder. I promised I'd be back. Ja, ich freue mich auch. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. Hmm. But things haven't gone as you expected. You thought Nettie might be able to help you in the Druid's Grove. But all she did was reaffirm the danger. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Ich habe die Suche nach Lösungen aufgegeben, zum Glück nicht. Sagt mir, wer ihr seid. Ich glaube, ich bin der Meinung, das ist hier nur so eine Good Cop, Bad Cop Sache. Das ist halt einfach die Larve, die halt gleichzeitig mir versucht einzureden, dass hier jemand anders sei, der mir nur helfen will. Probieren wir es mal. Wer bist du denn? It's complicated. But I'm an adventurer, just like you. Bis auf den Pfeil im Knie. I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. But to do that, we'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Also müssen wir die Quelle der Magie finden. I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. Mm-hmm. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Wie beschützt sie uns denn? Oder warum beschützt sie uns? Because we share a common cause and a common enemy. We are alike, you and I.
I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Sie klingt sogar einigermaßen überzeugend, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Sie hat mir aber noch nicht gesagt, warum ich dafür dann die Illithidenmacht nutzen sollte. Kann ich sie irgendwie selber finden? No. It isn't safe. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. Follow the cultists' trail. They will lead you to their masters. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Das wird schon immer noch komplexer, die Geschichte. Und auch manchmal interessanter in Aspekten, die ich nicht so erwartet habe. Ich jetzt dann doch. Also meine Vermutung war, dass eben diese Traumfigur nur eben eine Projektion der Larve ist, um mich zu überzeugen. Aber es scheint komplexer zu sein. Hier kann der Volo auch als Händler fungieren, oder was? Das ist die Kiste. Und ja, interessant. Ah, aber es ist cool, wie komplex das ist. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Haben wir nicht schon drüber gesprochen? Das Gespräch hatten wir doch schon. Why, I'm practically an expert. They've tentacled the druid Halson had some kind of mind flare specimen in it. Sprich mal, aber das hatten wir alles schon. As a matter of fact, I do. But why do you? That can't be. Tell me, ich führe es noch mal aus, das Gespräch, falls es um wichtig ist. Psionic malaise since the late curious illithids there. Technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers. Unless. Ihr könnt das ja, falls ihr das irgendwie dann damals verpasst habt, einfach immer kurz pausieren und den Text lesen. Hmm. Are you familiar with the process of seramorphosis? That is what happens when a mind flare parasite infects a living host. Ja, das wissen wir leider. If what you say were true. You! Infected by a mind flare, isn't it? Das habe ich damals aber nicht gesagt. Ist es nicht lächerlich? Na, vielleicht lächerlich. Müssen wir nicht zu viel. Still, there'd be no harm in me taking a teensy look with there. I know all the signs. Aber eine schöne Couch aufgebaut hier. If I just peer in your eye, I could quickly. Oh, dear sweet God! Lasst das Geschrei. I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time and I'll have this little issue sorted. Also tatsächlich ist der auch in manchen Sachen bewanderter, als ich am Anfang zugetraut habe. Ich dachte, er ist ein kompletter Hochstapler und redet nur Quatsch. Tatsächlich hat er aber doch schon ein bisschen Ahnung. Aber den würde ich nicht vertrauen, wenn es darum geht, die Larve zu entfernen, ehrlich gesagt. Ich wollte gucken, ob er handeln kann. Das wollte ich eigentlich schauen. Weil irgendwie muss ich nochmal im Gespräch. Ah, my good fellow. Nee, kann man gar nicht. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Hat er in den letzten 30 Sekunden was über die Parasiten rausgefunden? Not yet, I'm afraid. But my expectations are very, very high.
Meine auch. Nur die höchsten. Nur die höchsten. Das ist schon eher als Händler hier angesagt. Das ist doch immer ein Händler, dieses Zeichen. Interpretiere ich das verstehe immer aus wie so ein Geldsack. Habe ich anscheinend falsch gesehen. Naja, genug gebummelt, zurück in die Unterwelt. Das Lager ist so schön, man möchte hier eine ganze Weile bleiben. Aber nicht mehr. Zurück hierhin. Oh, Schattenherz. Shadowheart, was hast du? There's something I've been wanting to share with you. If now's a good time. Ich bin ganz Ohr. It's difficult to put into words. I think it might be easier to just show you. Use the tadpole. The connection. Come into my mind. Wollen wir das nicht vermeiden eigentlich? Sicher? I'm sure. I trust you. Ah, okay. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing. Das ist Shadowheart. She asked my name. I can't remember what I said. I can't remember anything before those woods. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Sha. It hurts. That's all I remember. Deswegen ist sie Char so ergeben. Tatsächlich, das Gefühl, dass sie ihr Leben verdankt. Lady Char. But yes, her and those who saved me and taught me her ways. The Mother Superior. She made me who I am. At least as best as I can remember. She taught me, trained me, punished me when I failed her. Which was often. Das klingt nach Missbrauch. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie gerade dafür empfänglich ist, aber die haben halt ein Kind da nach ihren Wünschen geformt. Sie muss wichtig gewesen sein. Also irgendwie war, haben sie die schon besonders behandelt, scheint es zumindest. Perhaps I was. She sent me on this mission, after all. Irgendwie ist es eher so, als würden sie halt ihre Kindersoldaten da rekrutieren und dann in den Kult aufnehmen und dann ein bisschen Gehirn waschen und dann machen die halt alles dafür, was von ihnen verlangt wird. Aber danke, dass du das erklärt ein bisschen mehr, warum sie so ist. Ich bin immer noch nicht so von dem Kult der Schar überzeugt. Jetzt weniger als vorher noch, ehrlich gesagt. Das hat es nicht besser gemacht. So, ich will hier zurück. Da unten will ich hin. Bin ja hier zurückgekommen, um meine Wurfwaffen einzusammeln. Und wurde dann vom Landhai nochmal überrascht. Ist hier der richtige Weg? Ja, ich glaube, hier ist der richtige Weg. Sehr verwinkelt alles. Und nicht so leicht zu durchschauen.
ein bisschen loswerden, weil die immer ihre verwirrenden Sporen da haben. Gehen wir mal außen ran. Okay, das war alles voll mit denen. Holy shit. Aber das sind doch die... Kann ich die explodieren auch leicht, wenn dann vorbeigeht alleine schon. Deswegen... Ja, besser so. Wenn ich nicht drin stehe, während das passiert. Timask. Spores confuse the senses. Not sure what the other mushrooms are. So ein bisschen alternativer Weg, wenn wir da lang gekommen. Ein toter Dürger. Ja, noch die Dunkelzwerge. Wissen das? Oh, was da denn? Oh. 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 Guck mal ganz kurz nochmal hier, ob ich irgendwas übersehen habe. Das haben wir eigentlich schon ein bisschen erkundet. Denke ich mal. Mykonoide, können wir die hier kurz mal untersuchen, dass ich ein bisschen über die Bescheid weiß? Ne, jetzt habe ich nur noch eine Erinnerung daran. Boah, ist das gefährlich hier unten. Die sind bestimmt nicht ohne. Ja, das ist alles das Gebiet, okay. Schwere Tode habe ich auch nicht durchsucht. Dann kann ich von oben vielleicht die hier mal auskundschaften, die Mykonoiden. Irr, lass mir das nochmal wegschießen. Nein, weg da! Ja, muss mit Pilzen auch vorsichtig sein. So, kann ich die von hier aus mal untersuchen kurz? Stufe 4 Mykonoide. Mykonide. Dunkelsicht, Gelegenheitsangriff, Sonnenkrankheit. Sonnenlicht im Nachteil. Feuerresistenz haben sie nicht. Feuerschaden ist verdoppelt gegen die. Sehr gut. 42 Lebenspunkte. Das sind schon Gegner einfach. Ich glaube nicht, dass ich groß mit denen verhandeln kann, oder? Aber ich bin hier neu. Ich sag mal so, ich fühle mich recht sicher. Stark genug, ob das eine falsche Sicherheit ist. Werden wir jetzt gleich feststellen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen zumindest mal ausprobieren, mit wem man hier überhaupt in Verbindung treten kann, mit wem man hier überhaupt reden kann und wer einfach direkt ein Feind ist. Wir werden es wohl jetzt feststellen, denke ich. Kommt ihr mit? Dass wir alle zusammen hier sind. Ich stehe schon in ihrem... Okay. Sie greifen nicht direkt an. Das ist doch schon mal was. You are swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices, the harmony of an entire collective. Sovereign, she has come. She is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The Sovereign is threatening you. State your purpose. Okay, wir können uns auf den Parasiten konzentrieren und Verbindung mit dem König aufnehmen. Wir können die Wahrheit über den Parasiten sagen und sagen, dass wir auf der Suche nach einer Behandlung sind. Wir können sagen, dass wir auf Reisen in das Abenteuer suchen. Wir können uns auf das Lied des Königs konzentrieren, wir können ihn einschüchtern. Können eine friedvolle Melodie im Einklang mit dem König summen. Motiv erkennen. Ich würde schon ganz gerne erkennen, was der wohl eigentlich möchte. Ich ahne es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Probieren wir es mal.
Wir geben uns mal hier noch göttliche Führung. Plus 5 bis 8 Schwierigkeitsgrad 5. Okay, das ist ja wohl mal machbar. Danke. Ist anscheinend nicht so schwer zu durchschauen. Der Pilzkopf. Distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy. Ich spüre eure Furcht, ich bin hier, um euch zu helfen. Also, Furcht. Einschüchtern könnten sie allergisch darauf reagieren, zwar könnten sie vielleicht Angst haben, aber wenn sie gerade was Schlechtes erlebt haben, sind sie vielleicht da nicht zu sprechen. Wir probieren mal die Baden-Variante. Eine friedvolle Melodie summen. You detect a distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy. Ach so, das funktioniert dann. Kommt aufs Gleiche raus. Dann nutzen wir doch diese Informationen mal, um das anzusprechen. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you. Oh. Interesting. Jetzt kurz wenigstens noch die Dürger hier einmal checken. Ob die sauer sind, wenn ich Pilze sammle? Das sind andere Pilze. Hier haben Dürger gegen Mykonide gekämpft. Corpses. These creatures did battle with Dwergar. Ein Stück Mykonidenfleisch. Das lassen wir mal da. Wenn ich sowas im Inventar habe, könnten die ungut reagieren, habe ich das Gefühl. Das verfolgen wir mal nicht. Wenn wir hier gerade schon das geklärt haben, dann. Okay. Gehen wir doch zu dem Pilzchef. Die Pilze pflücken finden sie nicht so gut, okay. Haben wir sogar einen Wegpunkt hier. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hi. Ah, a visitor. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Danke. Ich habe noch nie von einer Gesellschaft der Priyans gehört. Und ja, der letzte Hobgoblin, den wir getroffen haben, der war bis anders drauf. Was denn die Gesellschaft der Priyans? Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. Okay, interessanter Aspekt. It's curious to find a surface dweller here. What has brought you down so deep? Ich habe mich unten verlaufen. So, ich muss nicht jeden von meiner Larve erzählen. A common phenomenon in the Underdark, I'm afraid. Could I ask what you were searching for to begin with? Sorry, nein. Forgive me. Being inquisitive is in my nature. Ich habe noch nie einen Hobgoblin wie ihn getroffen, ja. The feeling is mutual, friend. I have only passing familiarity with the surface races. But I found that there is as much to learn from an individual as there is from a community. So it is with the Myconids. They live in harmonious unity, but each has a unique personality. Ich
Forschungsarbeiten sind bestimmt ziemlich gefährlich. Yes, but it has abundant natural resources. Spores, water orbs, Trillimac. I've studied them for years. Und was haben die Untersuchungen ergeben? This is not a wasteland. It is a glorious ecosystem. Every civilization here could thrive without conflict. Also ein Ödland ist das sicher nicht, wie man hier auch gerade im Hintergrund sieht. Ah, was handelt er denn so? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Schauen wir doch mal. Was hat er denn so anzubieten? Stiefel des wohltuenden Schreitens. Die Bewegungsrate des Trägers wird durch schwieriges Gelände nicht beeinträchtigt. Das ist ganz schön cool. 361. Gerade für meine Nahkämpfer ist das gut, aber ich glaube, die haben gute Stiefel. Wenn du sportest, erhältst du pro Zug zwei Züge lang Zorn. Das finde ich gar nicht so stark, ehrlich gesagt. Weil ich versuche, Sporten zu vermeiden. Das ist für Schurken ganz nett. Der Sprung ist ganz gut. Das könnte allerdings ganz nice sein. Stiefel des wohltuenden Schreitens. Wenn man sich wirklich bewegen kann und das schwierige Gelände, das ist nicht besser. Tauschen wir doch die Stiefel. Barfuß, aber wir kaufen die, okay. Was hat sie denn noch? Diadem des Versengens. Versengender Strahl. Gail kann die Magie des Gegenstands absorbieren und ihn zerstören. 500 Gold. Da steht sowas. Ach, guck. Also was können wir ihm zu fressen geben? Ja, dann geben wir ihm sowas hier. 34, okay, da steht das jetzt auch noch. Da kann ich ihm so die billigen Sachen geben. 100. Der kann ja einfach, das ist ja super. Ja, dann können wir ihm demnächst ja auch mal was zu essen geben, dem Gale. Das ist ja alles, okay, alles viel besser. Nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ja, aber das finde ich nicht so spannend. Sengender Strahl, wie viel macht das denn? Wir können mal kurz schauen. 6 bis 36 Schaden. Oh. 3 Feuerstrahlen. Okay, jetzt doch nicht so schlecht. Könnte gerade ein Diadem. Was trägt denn unsere Shadowheart für ein Diadem? 100. Dann kann ich jetzt noch irgendwie ein paar andere Sachen mal weggeben. Dass wir auf den gleichen Preis ungefähr kommen. Sachen, die ich nicht unbedingt wegschmeißen. Also wegwerfen möchte im Sinne von werfen, nicht mit wegschmeißen, wie auf den Müll bringen. 5 bis 10, das ist nicht viel. Ich weiß nicht, ob das Handeln besser ist, das Tauschen. Das System finde ich eher, ich bin ja kein Fan von. Ist ein bisschen komisch alles, schon mal angesprochen. Den Helm können wir mal mit weggeben. Fünf bis 12, sagen wir, ist ein bisschen albern. Ging eh schon mehr. Machen wir es so. Okay, dann gehen wir mal kurz zur... Stopp. Können wir gleich die Stiefel noch anziehen? Ne, sind die falschen. Die sind das. Okay, so, das wollte ich mir anschauen. Also ihr fehlt manchmal schon so ein guter Schadensspell. Ihre Right-Clicks und so sind alles ein bisschen lame. Ich glaube, ihr würdet das ganz gut tun. Guck mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier was habe. Irgendwas. Zum Beispiel hier die Stiefel. 8. Könnte ich tauschen. Wenn ich jetzt verkaufe, kriege ich auch 8. Deswegen, dieses Handeln, dieses Tauschen ist kompletter... Entweder verstehe ich irgendwas komplett daran nicht oder es ist einfach super unnötig. Lebensspende. Wenn der Träger Blitzladung erhält, bekommt er auch 3 temporäre Trefferpunkte. Das ist eben diese ganze Blitzgeschichte. Wir müssen ein ganzes Set haben. Interessiert mich nicht. Ein Diadem steht ja eigentlich eh ganz gut. Iris haben wir jetzt ja weggenommen. Dann machen wir das so und verkaufen den Helm. Aber noch der Verderbte. Das ist... was ist denn das überhaupt? Und das ist ein Kurzschwert. 4 bis 9 Schaden. Die magische Kräfte der Klinge wirken nur, wenn sie an einen mystischen Ritter gebunden oder die Paktwaffe eines Hexenmeisters ist. Oh. Das könnte so gut für den Will sein. Den habe ich jetzt überhaupt nicht dabei. Interessant, was haben wir hier? Psychische Geschosse. Ja, das ist aber mal. Magisches Geschoss.
Aber Talisman des Absoluten. Was haben wir denn sonst noch hier an Dings? Seluns Zaubertrick. Das ist auch nicht so stark. Tanzende Lichter ist auch nicht so stark. Die sind alle nicht so stark. Also das ist das schon gut. Dann kauft man das mal. Das würde ich auch ihr geben, ehrlich gesagt. Also, dann kriegt sie das auch. Kostet das nur 124? Ja. Das sind noch ein paar offensive Aktionen. Wenn du einen Gegner verbrennst, erhältst du 2 Züge lang Hitze. Er leidet bei jedem Zug 1 bis 4 Feuerschaden, kann aber konzentrierte Hitze einsetzen. Verzehrt deine Hitze, um einen mächtigen Angriff zu starten. Ja, das ist wirklich nicht so überzeugend. Gedenk des Sonnenwandlers. Der Träger kann in Dunkelheit bis zu 12 Meter weit sehen. Klingt gut, das nehmen wir auch. Viel gutes Zeug hier, das nehmen wir nicht. Frohschlinge der Natur, hab ich mir doch gerade erst verkauft. Melfs erster Stab. Erhältst einen Bonus von +1 auf deine Zauberrettungs-SG. Schwierigkeitsgrad und deine Zauberangriffe. Das klingt aber voll gut. 190, das Geld haben wir schon. Das könnte gut für den Gale sein, wenn ich ihn doch mal mitnehmen möchte. Falls ich ihn halt mitnehmen möchte, das ist halt nicht die Sache. Ich nehme erst mal mit. Sind wir mal nicht so. Verkaufen wir jetzt noch ein bisschen Quatsch. Ein paar gute Sachen dabei gewesen. So, hier. Mal so schneller Überblick, ob wir ein paar schwere Sachen loswerden können. Sieht alles ganz gut aus. Okay, danke. Very well. I have mushrooms to catalog. Muss ja was kalibrieren. Kann passieren. So, jetzt, dann legen wir mal schnell die Sachen eben an, die wir haben. So, wir haben. So, ihr geben wir jetzt den Talisman der Absoluten. Dann kann sie sich selber. Dann ist das mal ganz gut auf ihr. Ihr geben wir noch eine offensive Variante. Und zwar die magischen Geschosse. Jetzt hat sie mal wirklich ein paar gute. So. Dann haben wir jetzt 2, die eigentlich relativ nutzlos sind. Tierfreundschaft. Bringt sonst nichts. Können wir nicht ihr was anderes geben? Was haben wir denn noch übrig? Hervorrufungszaubertrick. Heilen. Kann sie irgendjemand heilen? Der schläft vielleicht ein. Das können wir dem zum Essen geben. Ja, alle nicht so spannend. Amulette. So, jetzt haben wir noch einen neuen Ring. Der Träger kann in Dunkelheit bis zu 12 Meter weit sehen. Sie hat auch jetzt schon Dunkelsicht als Halbelfin. Sie auch. Ich glaube, die Einzige, die keine Dunkelsicht hat, ist Karlach. Kann das sein? Wo steht das denn mit Dunkelsicht? Dunkelsicht reicht weiter, da haben wir es alles. 2 Meter hat die Laser nur. Okay, dann wissen wir, wer das jetzt bekommt. Bitte sehr. Und haben wir noch irgendwas Neues gekauft? Den Stab für den Gale? Das war's. Und dann nutzen wir das auch mal wenigstens, den Beistand. Da spricht ja nichts dagegen. Es hält ja bis zu langen Rast, mir es einfach zu geben. Da habe ich 36. Ja. Das sollte ich eigentlich immer machen, wenn ich dran denke. Wir sind eigentlich auf dem Weg zum dem hier. Da oben ist er. Schon geguckt. Er ist unhöflich, unten rumzurennen, wenn der auf uns wartet.
have to keep going. So, der Pilzkönig. Das wird interessant. Der hat hier, da gab es anscheinend gerade eine Prügelei. Wir sind da. I have something to ask. What is the sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker. I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwegar, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwegar invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Dwegar invaders? We can manage that. Better than picking this fight, surely. So, wir können fragen, warum die Dwegar angegriffen haben und sagen, dass wir sie erledigen. Spuren in einer Leiche pflanzen, was für eine Magie ist das? Vergesst es, sollt ihr selber töten. Als Bade können wir entsprechend reagieren. Erzählt mir von den Eindringlingen. Bade täuschen. Wir können imitieren und lügen. So gemein, das haben wir nicht vor. Wir können mal einfach reagieren als Bade. Wir wollen von den Eindringlingen mehr hören. The Sovereign's Song twists into images. Dwegar changing size, slipping in and out of invisibility. Invoking craven divinity. An illusion comes over you. A Dwegar choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. The Sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot, and they are yours. You do the circle a service. We will await word. Versteckt ein Gnom auf der Flucht? Hab ich das verpasst? The Sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Okay, wir haben eine Aufgabe bekommen. Mein Gegenstand erhält eine Flasche mit Sporen der Hast. Hat er da so einen kleinen... Okay. Interessant. Wir können uns mal kurz die Spuren der Hast anschauen, die wir bekommen haben. Tausende von weißen Sporen schwirren nach Freiheit gierend gegen das Glas. Auffüllbare Ressource. Okay. Kann es benutzen. Der Hast. Klingt so, als würde uns das halt helfen, also Haste geben, mehr Aktionspunkte pro Runde. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Genau, nochmal nach den Sporen in der Leiche fragen. We breathe life into our enemies' flesh. The dead make a fine host for my growing children. If I die down here, destroy my corpse. Don't worry. I wouldn't hesitate. Diese
Sporen sind derart mächtig. Wie kann ich mir dieses Wissen aneignen? Können wir davon was lernen? You may not. Okay. The spores hear only the circle. They dance to no other harmony. Okay. Na gut, wir haben einen Auftrag. Mal schauen, ob wir dem folgen wollen. Aber ich sag mal, mit denen kann man jetzt ganz vernünftig reden. Machen einen. Scharfe Schweinswurst liegt hier. Die nehmen wir mit. Neben den ganzen Pilzen. Was ist denn da hinten los? Wer ist das schon wieder? Fangen wir nicht an, hier rumzuschießen. Die finden das vielleicht nicht so witzig. Oh, was ist denn hier los? Was für Leute hier noch mit denen abhängen? Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Können Sie täuschen, aber nein. Habe ich nicht gesehen. Right. Never mind. Okay, wer ist denn das? My useless husband. Sent him for an errand. It's no surprise he's made a mess of it. Okay. Wie sieht denn der aus? Bald. Blue tunic, dumm as a stick. Braucht ihr Hilfe? Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me. You'll find yourself skint and stuck with a fat old lout. Okay. Hier was zu verkaufen. Die haben ja alle hier Hot Shit. Amulett der Genesung. Kann man einfach... Lass mal kurz gucken. Heilendes Wort. Level 1. Ist immer ganz nett. Kann man das auch immer abcasten? Bonusaktion Massenheilendes Wort? Holy. Das kostet 300 Attacken, aber. Her damit. Korrosiver Flegel. 1 bis 8. Schaden. Das könnte für. Ich will jetzt tauschen. Geh doch bitte weg. Ja, zurücksetzen, bitte. So. Der Flegel. Stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben doch jetzt gerade Cyanide hier. Wird falsch verglichen. 4 bis 11 Schaden macht mehr Schaden. Wenn man den Angriff scheitert, kriegt man Feenfeuer. Ja, das ist auch nicht so wichtig. Okay. Das ist allerdings wichtig. Wir haben noch irgendwas anderes. Wenn wir heilen, machen wir noch temporäre Trefferpunkte. Das ist ja halt voll die Synergie mit dem Amulett der Genesung. Das ist ja mal der Hot Shit. Wir haben natürlich gerade das hier, aber das ist halt noch besser. Magisches Geschoss ist irgendwie schon ganz nett. Vielleicht gebe ich das jemand anders dann. So als Bonusaktion, die man irgendwie dann immer hat. Aber das ist ja mal der Hammer. Das heilende Wort brauchen wir nicht, aber massenheilendes Wort. Okay, was haben wir hier noch? Trank der Unsichtbarkeit, Tränke. Dornenhagel. Handschuhe des Kräuterkundlers. Wenn man eine vergiftete Kreatur hat, ist sie nicht mehr vergiftet. Eine Kreatur heißt, erhält sie Resistenz gegen Wuchtschicht. Also wenn sie jemanden heilt, passieren da 1000 Sachen. Das ist kompletter krass Shit. Ring des Springens. Eigentlich zwei Ringslots. Ne, da doch mal zwei Ringslots. Den kaufen wir auch noch. Springen. Das ist gut, verdreifache deine Sprungweite. Dann sind wir nicht so auf Lazelle angewiesen manchmal.
Das ist ja voll, auch schon wieder voll gut. Deine Waffenangriffe verursachen zusätzlich 2 Säureschaden. Ja, her damit. Schwere Rüstung. Da gucken wir mal kurz bei Lazelle. Beides Rüstungsklasse 17 plus 1. Und beide ein weniger auf Hiebschaden. Okay. Ist der gleiche Kettenpanzer tatsächlich. Mal gucken, ob das nicht falsch zugewiesen ist. Nein. Ringpanzer plus 1. Nee. Mittlere Rüstung trägt unsere Karlach. Das hat mehr Rüstungsklasse. Sie hat auch mittlere Rüstungsklasse. Sie hat genau das. Eine mehr Rüstungsklasse, aber dafür weniger Bonus auf Geschicklichkeitsrettungswürfe und Geschicklichkeitswürfe. Aber auch noch ein Bonus von 1 auf Initiative. Ist das das wert? Mit der einen... Ich weiß es nicht genau. Mittlere Rüstung 14-14. Leichte Rüstung. Gucken wir mal, ob wir da was Besseres bekommen. Ah, wir haben die... Die sieht halt so gut aus. 12 plus 1. Ich verzichte auf plus 1. Wenn das jetzt nicht zu krass ist. Das ist noch mittlere, leichte. Die sieht einfach zu gut aus. Tut mir leid. Langbogen plus 1. Ist auch alles auf dem Niveau ungefähr. Okay, sonst nichts so Spannendes. Danke, danke. Aber wir müssen neuen Sachen jetzt anlegen. Sie greift wieder häufiger an, das heißt, Bonusschaden wäre bei ihr ziemlich angesagt. Sie trägt bis jetzt nur einen Ring. Das heißt, sie kriegt noch den Ring mit dem ätzenden Ring. Und sie kriegt den Ring fürs Springen. Der Ring für Springen. Ach so, genau. Und jetzt habe ich noch, sie hat schon das Amulett der Heilung. Ich habe, dann gebe ich das doch jemand an. Braucht sie noch irgendwas Offensives? Wie viel Schaden macht sie denn? Wir haben jetzt noch das Amulett. Hier, nee, das andere Amulett. Wo ist es? Da. Level 1 macht 6 bis 15 Schaden. Aber es trifft halt immer. Das heißt, das gebe ich eigentlich ihr, weil sie hat manchmal jetzt auch offensiv, sie bufft. Die hauen eigentlich immer zu, das ist zuverlässiger. Dann gebe ich das ihr. So. Und dann kriegt das, die zusätzlichen Heilungspunkte kriegt sie. Hier ist natürlich wieder verloren, was ich hier hatte. So ist das halt, aber können wir gerade mitleben. Dafür die Items richtig zugewiesen. Okay. Ja, wenn man so neue Sachen kriegt. Ach, ist das jetzt hier dieser, was sie uns versprochen hat, was freigeschaltet wird, wenn wir das Quest erledigen? Es sah so aus. Dann kommen wir da rein. Können wir uns das mal so dem hier nähen, der rote Kuh. So bringt das nichts, aber wir haben ja nicht umsonst mit Tieren sprechen. Keeping the old turnip. Want master back. He treats me good now. Doesn't kick me anymore. Okay. Ich hatte mal, ich habe das noch gar nicht gemacht. Ich will mal probieren. Oh, was können wir machen, wenn wir zurückkommen? Will ich dir mal Musik vorspielen? Gucken, wie die Pilze darauf reagieren. Oh, noch ein anderer Sovereign. Fleshwalker. Tongue Talker. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Dein Herz mit Erinnerungen an deine liebsten Orte füllen. Zeigen wir noch mal ein paar schöne Orte. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Okay, auch schön. Destroyed my people.
I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwergar rot. I mean to join you. Kann der jetzt ernsthaft? Ich werde ihm erstmal wirklich nützlich. Ich bin gerade ein bisschen baff. Gucken, was er, wie er mich überzeugen kann. In death, your foe becomes your ally. I will raise it. You may command it. Besser müssen sie sterben. Gucken, wie das genau funktioniert. Remain in the Underdark, and I will follow. We cleanse the rot together. Might be enough to cover rent. Ha! Kann ich jetzt. Das ist irgendwie ja ganz nett. Andererseits werden meine Optionen natürlich ein bisschen eingeschränkt. Wenn ich jetzt auf Dwergar treffe, kann ich nicht erstmal die Situation einschätzen und ein bisschen erkunden. Weil mit dem im Schlepptau eskaliert es wahrscheinlich sofort. It is time. Er sagt es gerade nochmal. We take death to the Dwergar. Ich meine es nicht böse, aber ich hoffe, kannst du nicht hier warten? Come to the circle. Okay. I will await there. So viele schwierige Kämpfe kann ich ihn ja nochmal abholen, aber ich will tatsächlich gern erstmal ein bisschen meine Optionen offen halten. Aber das vergessen wir nicht. Schrecken, Sporendiene. Okay. Hier geht's in eine Richtung runter. Eine kleine Dusche kann nicht schaden. Den Abgrund springen wir mal nicht. Ich glaube, wir haben die Mykoniden. Geht's darunter? Die Mykonidenkolonie erkundet. Interessant. Also ich kann den durchaus abholen, wenn ein schwerer Kampf bevorsteht. Dann hole ich den Glut schon ab. 44 HP ist jetzt nicht sensationell, aber ist auch nicht schlecht. Und wer weiß, was der so kann im Kampf. Wir hatten schon auch zuletzt wieder ein paar schwere Kämpfe. Treffen sich hier diese beiden Wege? Finde Balen. Der hängt da hinten rum. Das ist, finde ich, auch ein bisschen schade. Da hätte ich mir gehofft, das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn man. Das wäre wie mit Karlach, wo man auf der Minimap schon gesehen hat. Finde Karlach. Und dann man schon weiß, ja, wo die auf der Map sind. Das finde ich so ein bisschen ungeschickt. Man hat ja als Charakter jetzt gar keine Information, wo der ist. Warum ist das dann schon auf der Minimap? Wenn jetzt gesagt hat, Richtung Norden und das ungefähr angezeigt würde, okay, aber so. I'll give it a shot. Ein tiefes Loch. Gucke ich mir das erstmal an oder springt man jetzt da rein oder was? Even with your keen eyesight, the hole below you soon plummets into an abyss of impossible darkness. Hallo? Your call echoes as it plunges downward, before gradually fading away. Und nur gucken, ob es geht. Ich will nicht wirklich vor da reinzuspringen.
Sieht man jetzt vielleicht mehr? Even with your keen eyesight, the hole below you soon plummets into an abyss of impossible darkness. Okay. Das hat nicht wirklich geholfen. Ui. Stopp. Was ist los? Almost like an invisible hand pulling me towards it. Some monster did this. Marking its territory. Monster hat sein Revier markiert. Also das Unterreich, das Underdark ist ja echt super hier. Überbang. Ist doch wieder so ein Shit, der explodiert, oder? Ich trau hier gar nichts. Sonderling Pilzhorn. Karlach inspiriert. Okay, warum ist Karlach inspiriert? Zerstöre alle gefährlichen Unterreichpilze. Finden Sie gut. Ja. Und auch lieber vorsichtig. I'll strike you down. Kann, dass das gefährlich ist. Ja, wie weit geht es hier noch nach oben weiter, ist die Frage. Eigentlich haben wir die Geschichte mit den Duergar da unten. Man weiß natürlich nicht, wo man als erstes hin soll. Aber soll ich das auch wissen? Schreckenssenker. Was? So viel zu... Aber das ist cool, das macht wirklich Spaß. Man hat das Gefühl, hier ist eine komplett fremde Welt. Die ist gefährlich. Man hat keine Ahnung, wo man hier lang soll, was zu tun ist. Aber so soll es ja sein. Das ist ja hier im Underdark. So soll sich das auch anfühlen. Aber gleichzeitig ist es echt wunderschön. Ich erforsche mal diese Duergar-Sache. Da weiß ich wenigstens ungefähr, worum es geht. Da stolper ich nicht in was rein, was ich überhaupt nicht verstehe gerade. Was ich bis nach hinten das Gefühl habe. Hast Sporengranate. Was sie genau macht, weiß, sagt auch einem keiner, ne? Ist ja auch noch mitbekommen von ihnen einmal. Ist jetzt der Weg dahin, ne? Ja. Gehen wir einmal diesen Weg hier lang, dass wir es abgegrast haben. Hingerichteter Tiefengnom. Diese Szenerien schaffen auch immer so eine Geschichte anzudeuten, wo man dann versucht rauszufinden, was hier wohl los ist. Und teilweise erfährt man das halt ganz cool noch und manchmal gefühlt eben nicht. Man hat das Gefühl, da steckt mehr dahinter. So viel Tränke. Oh, Tränke der Verkleidung. Da muss ich mal denken, wenn demnächst mal wieder so ein kleines Erdloch ist, wo ich nicht reinkomme, wo ich das Gefühl habe, dass es sich lohnt. Haben wir einen Trank für. Es gibt alles mögliche, einen Trank auch. Es gibt so viel zu tun. Hingerichteter Tiefengnom. Von wem hingerichtet? Von den Duergar oder von den Koniden? Wenn ich das mal wüsste. Der letzte Tiefengnom hat nicht den besten Eindruck bei mir hinterlassen. Ein Kurzschwert mit 5 bis 17? Hallo? Was ist denn hier? Was kann man denn hier für Sachen finden und kaufen? Das ist ja Wahnsinn. 5 bis 17 Schaden. Bewirkt zusätzlich 1 bis 8 Stichschaden bei 10, die noch alle Trefferpunkte haben, also am Anfang. Was ist denn hier los? So ein kleines Schwert. Okay. Wenn man solche Waffen hier findet und kauft, macht mir es ein klein bisschen Sorgen, wie gefährlich das Gebiet hier vielleicht ist. Weil was ich hier finde und kaufe, ist so viel besser zum Teil, als ich vorher hatte.
wenn wir das auch wirklich brauchen, ein Teil meiner Ausrüstung und vielleicht mein Level nicht ganz ausreichend. Das werden wir wohl bald entdecken. Vorsichtshalber einmal F5 drücken. Oh, Wahrnehmung fehlgeschlagen. Das ist natürlich schlecht. Irgendwas haben wir nicht entdeckt. Was vielleicht gut wäre wahrzunehmen. Nicht, dass gleich so eine Brücke mal unter uns zusammenkracht. Das wäre schlecht. Duerga und Tiefengenome. Krummer Zauberstab der Feuerbälle. Einmalige Verwendung. 8 bis 48 Schaden. Okay. An der Stelle kommt man hier oben raus, kommt man hier in der Nähe. Das sind die beiden, die ich eben untersucht habe. Okay. Kamera hat auch nicht, hat es auch nicht immer so leicht mit den verwinkelten Wegen. Meine Orientierung leidet auch manchmal ein bisschen, aber es geht noch. Aber wie geil das hier aussieht. Fleckiges Tagebuch, das könnte interessant sein. Ein stark verbranntes Tagebuch. Auf der Rückseite des Einbandes steht Eigentum von Wulbren. In einem der wenig lesbaren Einträge fragt sich der Autor, ob er seinen Freund Barkus jemals wiedersehen wird, nachdem er sich auf den Weg an die Oberfläche gemacht hat. Wulbren und Barkus. Okay. Sollte mir das was sagen? Ein Wegpunkt erreicht. Unterreichstrand. Bin völlig überfordert. Loch. Nothing but rocks. The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat wafts out. Überleben, die Löcher untersuchen. In eins der Löcher greifen. Ja, untersuchen, mal vorsichtig, klingt besser, als einfach da reinpacken. Eine 2. Das ist aber auch schwierig. Erneut würfeln. Und wir geben uns mal den Vorteil der Eule. Das lohnt sich schon. Da bin ich neugierig. Wir wissen, was da los ist. 11. Das ist doch möglich. Komm, würfel eine 2. Eine 3, das war knapp. 2 hat gar nicht gereicht, habe ich ihn gerechnet. You recognize the odor. The foul scent of carrion crawlers. Centipede-like aberrations that feast on the dead. At one time, these caverns must have been their banquet hall. The creatures are either long gone or waiting patiently in the darkness. Wir greifen nicht in eins der Löcher. Das klingt nämlich nicht so klug, ehrlich gesagt. Spenden ein bisschen Licht, was ganz nett ist. Aber sie können mir einfach auch rechts und links um die Ohren fliegen. Was nicht so nett ist. Boah, ich meine, wie. Tunnels everywhere. Who would dig these? And why here? Oh, welches Loch? Ich soll übrigens meine Leiste anpassen. An die neue Waffe.
Wo hat sie denn schon wieder so einen Tunnel entdeckt? Nein, stopp! Ich hatte noch den Nahkampfwaffe ausgewählt. Konnte es irgendwie nicht mehr rechtzeitig abbrechen. Sehr schön. So. Irgendwo haben wir doch hier einen Tunnel entdeckt oder ein Loch oder irgendwas. Aber wo? Hier geht's nach oben. Ist auch ein neues Gebiet. Also ohne Witz, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich sitze hier vor dem Rechner und bin die ganze Zeit völlig baff und erstaunt. Und ich hatte lange nicht mehr so ein Gefühl, dass das letzte Mal wirklich so in den Dark Souls spielen, dass du in so ein Gebiet kommst und denkst so, was ist denn hier? Das kommt einem völlig fremd vor. Man fühlt sich gleichzeitig unwohl und gleichzeitig ist es total spannend. Und es ist halt nicht nur eben wie so ein Computerspiel. Ich erkunde dieses Level und dann hier die nächsten drei Sachen und gucke mir das alles an und bla. Sondern ich fühle mich halt so richtig hier, ich bin richtig neugierig. Als wäre ich da. Klingt so ein bisschen übertrieben, aber es ist echt so. Hammer. Voll gut. Ich bin ganz begeistert. Hol mal die Waffe raus. Und das nächste steckst du mal weg. Okay. Spinnennetz. Ja, das Spinnennetz verbrennen wir mal. My faith will guide me. Es ist so cool. Ich war jetzt vor ein, zwei Folgen ganz schön angepisst mit der Quest und wenn ich da wieder hinkomme, werde ich es wahrscheinlich auch nochmal eine Weile sein, wenn es immer noch nicht geht. Aber es hat einen Bug. Super ärgerlich, dass mir das passiert. Sehr, 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 sehr ärgerlich, aber ist ja, das Spiel macht es ja auch echt wieder wett. Ein Jutesack. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sachen kaputt gehen. Müssen wir eigentlich mal sprechen. Weißt du, wir finden das einfach mal raus. Das bestimmt weiß man das als D&D-Spieler. So, ich zerhack das einmal. Ich öffne es einmal so und zerhack es einmal. Dann gucken wir mal, ob das gleiche drin ist. Könnte natürlich immer noch Zufall sein. Das Spiel ist gerade abgestürzt, weil ich... Okay, das kurz hat es gehakt. Schnell speichern und wenn das gleichzeitig gemacht habe. Okay, das ist angezeigt. Sieht sogar ganz gut aus. Okay, never mind. Also, wir probieren einmal aus. Schloss knacken und danach kaputt hauen. Ob das gleiche jeweils da drin ist. Bunch of empty boxes and spider webs. Guess the Lulf's cultists haven't been back here in a while. Beschlagene Drow-Lederrüstung. Und Gold. Zwei Getränke und eine dritte Seite. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich das kaputt haue. Da darf dann die Karlach mal wieder ran. Ich bekomme nicht genug von diesem Spiel, ist ja der Wahnsinn. So, Karlach. Soldier. Okay, guck mal, was ist das denn? Gegen was ist das anfällig? Resistent gegen Hieb, Stich. Okay, gegen ziemliche Sache resistent. Hieb und Stich, also wir brauchen Wuchtschaden mindestens. Das heißt, wir müssen mal wieder unseren Hammer anlegen. Ach, das habe ich schon wieder nicht gemerkt. Egal. Mein Hammer, wo ist er? Damit muss doch manchmal genug Schaden möglich sein. Jetzt habe ich endlich mal... Schon Wuchtschaden will ich. Hieb- und Stichresistenz 22. 8 bis 17. Achso, ich dachte mit dem Bonus. Okay. Natürlich probiere ich es gerade da aus, weißt du, wo es nicht klappt.
Wir probieren es demnächst nochmal woanders aus. Okay, wir knacken nochmal das Schloss. With a flick of the wrist. Bunch of empty boxes and spider webs. Guess the Lolth's cultists haven't been back here in a while. So, wir schauen uns mal an, was wir gerade aufgehoben haben. Jetzt doch die Seite gleich da lesen, sonst muss ich die Seite gerade finden. Flugblatt mit Siegel ist es nicht, aber es ist auch das Flugblatt mit Siegel. Wenn wir mal was gefunden haben, ist das Problem. Lesen. Abenteurer gesucht für gefährliche, lukrative Quest. Meister Loroa Khan, Arkanist von Akhatla, ein Einsiedler von Ramasivs Turm, ist auf der Suche nach mutigen und unternehmungslustigen Personen, die in einem heimtürkischen Tempel eindringen, um das sagenumwobene Artefakt Nachtlied. Auch davon ist das zu finden. Okay. Da sind wir auch ja gerade unterwegs. Aber das war nicht das, was ich gerade wollte. Offener Brief zur Unterdrückung und Faun. Das habe ich auch mal gesagt, ich erinnere mich noch, aber... Das haben wir gerade eingesammelt. Gucken, wie das aussieht. Nicht so schön wie unsere gerade. Hat die gleiche Rüstungsklasse und plus 1 Heimlichkeit, ich erinnere auch. Ja. Ist okay, aber es ist halt nicht so schön. Also, die ist halt... Mwah. Chefskiss, wie man sagt. Loroa Khans Vertrag. Das Wort aber nicht. Wir haben es auch gerade aufgesammelt. Parfüm mit der Brief. Wir müssen mal sortieren nach Neueste. So. Knittrige Seite. Dunkle Mutter, die du das Netz der Vorsehung webst, gib uns deinen Segen, deine Feinde zu töten. Mögen sie durch die Fäden des Schicksals erdrosselt und in deinem Bildnis rot gefärbt werden. Lolf sei gepriesen. Ja, danke. Also, kann ich auch gleich einfach was zerstören? So einen Scheiß trage ich nicht mehr rum. Da habe ich noch Zeit für verschwendet. Wonder if the gods are watching me. Bildung der Gläubigen. Ein Ausdruck aus einer langen Rede von Mutter Oberin Taray. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr das schauen. Geht um Tod und Folter bei den Drow. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So, wo sind wir denn hier? Hier kommen wir zurück zum Tempel von Selun. Unterreichstrand. Kommen wir doch nochmal dahin, ne? Dann erkunden wir das doch mal ein bisschen in die Richtung. Wir wollen schon alles vom Unterreich mitnehmen. Trap. Be cautious. Entlüftung. Schärfen muss ich das. Kommen wir nicht irgendwie drumrum? Doch, man kommt hier lang. Ich glaube, wir trennen sie mal kurz von dem Rest der Gruppe, dass sie ja nicht wieder reinläuft. Bleib mal da stehen. Der Rest der Gruppe geht hier lang. So, that's progress. Ein bisschen hier los. Was ist denn hier los? Stopp, Rundenmodus. Was soll denn das? What's next, I wonder? Wir haben jetzt einmal heilendes Wort. Fünf bis... Wir haben zweimal einmal durch die... Einmal, weil sie es kann. Und einmal durch das Item. Wo ist denn eigentlich das Level 2 dann? Das Gebet? Ne, ist auch nicht dabei. Ist das denn gar kein Zauberplatz, wenn das vom Item kommt? Ist ja
Sie ist doch angelegt, oder nicht? Kurz mal checken. Heilendes Wort, massenheilendes Wort. Erfahrungszauber des dritten Grades. Das Symbol nochmal angucken. Das sind drei solche Sachen. Das ist dann bei allgemein. Also ich bin damit echt nicht zufrieden irgendwie. So. Lange Rast. Welche kommen denn jetzt tatsächlich Gegenstände? Aber Gegenstände sind nur sowas, nicht durch Gegenstände. Kleriker. Eigene. Okay. Verstanden. Kann ich jetzt, wenn ich das hier hin tue, sagen, dann legt sie es an und ab. Okay, sie macht es nicht so, dass sie... Ich will halt die Spells, die davon kommen... Jetzt, also was ich jetzt mache, ist eh halt ein normaler Spell. Mach halt ein normaler Spell. Heißt das Plus denn irgendwie, dass das durch das Item kommt? Nee, Plus habe ich bei den anderen ja auch. Was heißt denn das Plus denn da genau? So krass, mit einem Heilen kriegt sie ja halt den Klingenbann und temporäre Trefferpunkte. Nehmen wir wieder die Echtzeit. Be wary. This place is trapped. Wits and blades. Wir müssen es noch kurz rausfinden. Woher sehe ich das denn, wo das herkommt sozusagen? Stets vorbereitet. Aber wenn natürlich stets vorbereitet steht, dann kommt das davon. Wie kann ich denn das hier bei eigener reintun? Das kommt mal wieder raus hier. Kann ich das hier entfernen? Wie kann ich denn hier was löschen, wenn ich das nicht möchte? Geht nicht. So ganz zufrieden mich damit nicht. Entfernen. Entfernen bitte. Ich kann das nicht löschen mit Drag and Drop oder was anderem. Okay. Also wir wollen... Kann ich es über das Zauberbuch auswählen? Als dass ich es ausgewählt habe. Habe ich hier noch einen Zauberplatz übrigens, weil ich nicht verwende gerade. Was wäre denn noch gut dann? Wasser schaffen kann, hätte ich noch einen Slot frei. Bene der List. Ich habe noch nicht das Gefühl, also wahrscheinlich nutze ich alles nicht ideal. Ziemlich sicher sogar. Aber es könnte auch ein bisschen intuitiver sein. Wenn ich jetzt genau rausfinden möchte und das auch drauf zugreifen. Bei den Zaubersprüchen ist es ja nicht dabei, was ich durch... Machen wir es mal umgekehrt. Wir sind ja gerade in dem Zauberbuch. Ich nehme jetzt mal die Sprüche raus hier. Heilendes Wort. Was ich durch das... Genau, jetzt habe ich heilendes Wort mit dem Plus. Unten heilen. Und heilendes Wort habe ich jetzt gar nicht mehr hier. Aber das habe ich natürlich durch das Item. Aber es taucht nicht bei allen Aktionspunkten auf. Das ist nicht auch komisch. Wenn ich einfach auf Aktionen gehe, dann müsste das doch mit dabei sein. Ist es aber nicht. Bei allgemein ist es mit dabei. Und das kann ich aber auch nicht in eigene ziehen jetzt. Wie kann ich denn hier bei eigene eine eigene Leiste machen, wo ich das selber... Kann ich eigentlich hier die Reihenfolge ändern? Das weiß hier gelockt ist. Ah, dann kann ich es hier beenden. Ah, okay. Ah, dann auch hier. Ah, okay. Wo muss immer. Okay. So, kann ich das denn jetzt in eigene ziehen? Nee. Das zählt nicht.
Jetzt habe ich sie rausgezogen. Das ist schlecht. Allgemein, weil ich es jetzt nicht mehr hier habe. Wie bekomme ich das denn jetzt hier wieder rein? Wie kann ich darauf zugreifen? Mit T kann ich jetzt hier das rüberziehen? Nein. Das muss ich jetzt rausfinden. Tut mir leid. Dass ich einmal die Systematik dahinter schnalle. Domäne der List? Nein. Allgemein? Ah, allgemein. Da oben. Okay, ja, ja. So, dann tun wir es erstmal hier wieder rein. Jetzt baue ich meine eigene Liste mal. Mehr rein, weniger rein. Okay. So, und da kommen jetzt erstmal heilendes Wort. Zwei Sachen aus dem Item rein. Ah, okay. Da muss ich mir mal Zeit nehmen, dann baue ich das selber. Okay, ich verstehe. Und jetzt muss ich heilendes Wort. Kostet mich ja keinen Zauberplatz. Kann ich aber nur einmal verwenden. Dass ich halt dann idealerweise erst das verwende von den Items. Ich tue mir jetzt gerade hier. Kann man auch mehrere eigene Reihen machen? Nicht so richtig. Ja, ganz ideal ist das noch nicht. Aber es wird besser. Okay. Dann tue ich mal die ganzen Sachen, die von Items kommen, hier rein. Da habe ich noch sengender Strahl. Sprühende Farben. Zeichen des Jägers. Kommt das denn her? Keine Ahnung gerade. Zaubertricks. Ich mal schauen können, wo das herkommt. Keine Ahnung, wo der Zaubertrick herkommt, aber ich glaube, der ist nicht so stark. Waffenaktion noch, okay. Gut. Dann lohnt es sich natürlich dann trotzdem wieder natürlich, das heilende Wort trotzdem zu lernen, weil ich das dann mit den Zauberslots verwenden kann. Okay, ja, es wird alles besser. Es hat schon seine Logik, aber leicht ist es nicht. So, hier unten brennt es und explodiert die ganze Zeit noch. Muss ich denn überhaupt dahin? Weiß ich nicht. Und wir heilen nochmal. Ist schon wieder abgelaufen, oder was? So, erstmal sammeln wir es noch kurz auf. Was da eventuell ist. Kurz mal. Und schnell wieder weg. Das war knapp. Alchemistenfeuer. Kann ich das einsammeln, ohne kaputt zu gehen? Kann ich. So. Und jetzt heilen wir nochmal. Mit heilendes Wort. Oder wenn, dann lieber Wunden heilen. Das macht nämlich mehr. Geht nur im Nahkampf. Man braucht eine Aktion statt eine Bonusaktion. Und wenn ich es abcaste, macht es 6 bis 20. Braucht eine Stufe 2. Okay. Can't give up now. Manche Sachen vergesse ich dann wieder so halb und muss dann wieder neu lernen. Vielleicht merke ich mir auch ein paar Sachen. Hier haben wir es auch das Gleiche. Das muss ich mir eigentlich auch noch bauen, den magischen Geschoss. Hier ist es irgendwie wieder drin, ne? Bei der Logik habe ich manchmal auch noch nicht ganz raus. Warum hier das nicht auftaucht aus dem Item? Das taucht einfach nicht auf hier. Das Heilgeschichte aus dem Item. Zumindest nicht das. Das jetzt zum Beispiel schon, was aus dem. Woher kommt das nochmal? Hat sie es auch gelernt. Aber hier, das kommt aus dem Item. Und das taucht hier auf. So, sie trinkt aber auf jeden Fall einfach nochmal einen Heiltrank jetzt, bevor ich hier ewig rum erzähle. So. Bla 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 bla. Wow, versteinert, versteinert. Das heißt nichts Gutes. Das haben wir auch gelesen, dass ein Beobachter hier anscheinend die versteinert hat. Wollen wir wenigstens nochmal was Interessantes hier machen am Ende. Nach meinem ganzen Inventartritis und Martin versteht das UI von Baldur's Gate 3. So, jetzt mal ganz kurz. What am I to do? What are you to do? Der Beistand. Das will ich jetzt nochmal sicher gehen. Tut mir leid, das Ganze ist noch nicht vorbei.
Ah, okay, das kommt doch nicht aus dem Item, das kommt hierher. Wir werden sonst gucken, was noch aus Items kommt. Das kommt aus dem Item. Kann man hier. Aber von hier aus kann man jetzt nicht casten. Das ist auch auf Cooldown gerade. Schau, dass man von hier aus nicht casten kann. Jetzt hole ich mal sich selber einfach. Bereit mich ja mal auf den Kampf vor. Und das werde ich mir demnächst alles reinlegen. In die eigene Leiste. Das mache ich aber nicht jetzt. Das mache ich dann, wenn ich mein Item, wenn ich mein Dings aufgeräumt habe. Das hängt, das bleibt nur 5 Züge. Okay, dann das aktivieren wir jetzt noch nicht. Das ist alles der Rest nicht. Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal hoch hier. Ich muss mir auch mal in die eigene Leiste irgendwie sowas packen, was ich alles mal einfach so vorneweg caste. Wenn ich Probleme erwarte, können wir eigentlich auch mit Karlach vorneweg gehen. Oder mit Lazelle. Cool. Wow. Okay, das fing schon mal unangenehm an. Alter! Darf ich auch mal dran sein, bevor der 17 Aktionen macht? So, was ist denn hier überhaupt los? Wir sind blind, ist bei Angriffswürfen im Nachteil, Reichweite von Angriffen und Zaubern auf 3 Meter verringert. Da müssen wir jetzt aus der Dunkelheit erstmal raus. Haben wir sonst irgendwelche Debuffs oder können wir mit dem Rest wenigstens normal arbeiten? Wir sind halt blind, aber der Rest scheint ganz okay zu sein. Außerdem hat er irgendwie 2 von diesen Steinstatuen aufgeweckt. Talisman des Beobachters. Was heißt denn das? Eine schwache Verzauberung hindert diese Kreatur daran, den Beobachter anzugreifen. Jeder Schaden könnte sie zerstören. Die Verzauberung. Rüstungsklasse 10. Rüstungsklasse 14. Das gleiche Problem. Und wir sind immerhin alle 4 dran. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier alle mal raus. Der Beobachter hat 118 Lebenspunkte. Der hat 16, 32. Das ist immerhin doch überschaubar. Also einer sollte sich hier um den Iswae kümmern. Das ist nämlich ein Fernkämpfer. Und wenn der ganze Zeit da Action macht, habe ich ein Problem. Ich würde sagen, Karlach geht da hoch. Das heißt, sie springt da hoch. Dann könnte sie keine hochgehen. Schafft sie nicht ganz. Dann hat sie halt keine Raserei mehr, was ein bisschen schade ist. Aber was denn, wenn ich mit Lazelle anfange? Victory awaits. Braucht sie ihre Bonusaktion für was? Sie braucht ihre Bonusaktion halt nicht so dringend. Deswegen könnte es auch sein, dass sie einfach da hochspringt. Jetzt erstmal aus der Blindheit rauskommen. Okay. Erst das Positionieren jetzt. Danach, wenn ich die Sprüche. Wenn alle gleichzeitig dran sind, muss ich das ausnutzen. Okay. Dann ist Karlach dran. Karlach stellt sich immer schön zwischen die beiden. Und dann überlege ich gleich, wen ich angreife. Aber ich habe dann alle Optionen. Bin aus der Blindheit auch raus. Das ist auch schon mal gut. So. Weiterhin. Kommt Mira hier mal raus.
stellt sich nicht so neben die anderen, weil wir haben auch viele Optionen aus der Ferne, auch wenn sie jetzt eine super starke Waffe hat. Vielleicht auch nicht so. Also wir gehen erstmal raus da und danach kann ich immer noch entscheiden, wo ich hingehe. Und als letztes kommt... Can't give up. Richtig. Gehen wir mit Shadowheart hier mal raus. Okay. So, mit Shadowheart caste ich jetzt hier massenheilendes Wort. Heilt bis zu 6 Verbündete. Kann ich dann auswählen, wen? Oh, die haben alle noch... Brauchen das nicht alle direkt. Okay, wir können auch anders heilen. Aber erstmal gucken. Ich wollte mal schauen. Kann sie sich selber eigentlich hier mit einem heilenden, mit Wunden heilen versorgen? Massenheilendes Wort natürlich. Ich beschwöre mal eine spirituelle Waffe. Das müssen wir die richtige Reihenfolge mal machen. Sie kann die mal niederstrecken, dann haben wir da Bonus-Angriffswerte. Kann Karlach. Feuerschaden. Sturmangriff. Zerfleischen. Ich glaube, das Schwert einmal singen lassen sollte sich schon lohnen. Trifft sogar sie noch. Nice. Und dann verfallen wir mal in Raserei. So stelle ich mir das vor. Okay, sie ist fertig. Never a dull moment. So, wir sind jetzt gebufft. Vom Gesang auch noch mit. Auf mentale Angriffswürfe und Rettungswürfe. Habe ich den falschen Song gemacht? Das war ganz kurz. Irgendwas ändert. Ready for another round? Ich hab schon wieder das falsch, mir falsch gemerkt anscheinend. Melodie. Das muss ich mir, glaube ich, eine Pause machen. Ich dachte eigentlich, dass ich Bonus auf Angriffswürfe einfach bekomme. Naja, ganz verkehrt ist das ja auch nicht. Nothing will stand in my way. So, wir machen ein bisschen badische Inspiration. Giselle hat im Moment ein bisschen was abbekommen. Und dann greifen wir mal an. Ich glaube, wir greifen den hier an. 5 bis 17 Schaden. Konzentration verloren immerhin. So. Ach, jetzt guck mal, jetzt ist der auch frei. Dann kann er mir helfen. Dann müssen wir gar nicht so wahnsinnig viel Schaden machen. Wenn es nicht bricht, ist es besser, aber greifen wir einfach mal normal an. Okay, jetzt ist er auch gelb, das heißt, vielleicht greift er mit mir den Beobachter an. Kann sie nicht darunter springen? Kann aber in die Richtung gehen, okay. My faith will protect me. Und ich denke mal, sie bleibt hier stehen, das passt auch. Oh, ist ja schön. Hohoho. Wenn er das aber auf die anderen verwendet, nicht auf mich, das ist schon ganz gut. So, wir sind alle wieder dran.
Idealerweise, so fangen wir mit ihr vielleicht an, mit Mira, und greifen ihn einmal an hier, 75%. Dann brechen wir den Talisman. Sehr gut. Mit der Bonusaktion. Heilen wir Schattenherz. Stellen uns mal woanders hin, damit wir nicht von AOE so leicht getroffen werden. Bleiben aber in dem Radio stehen. Nee. So. Alright, Karlak. It's go time. It's go time, Karlak. Ich bin immobil verängstigt. Kann ich sie nicht angreifen jetzt? Verstehe ich noch? Nein. Fieser Fucker. Aber ich glaube, ich kann zumindest Sachen werfen, oder? Ich glaube, das ist falsch, ne? Ja, das war von woanders. Nun gegen liegen. Da haben wir was geschmissen. So, der Angriff reicht nicht. Machen wir durchbohrender Schuss. Fehlschlag. Swift and lethal. Okay. Wenn ich darüber laufe, dauert es viel zu lang. Das heißt, wir hüpfen dahin. Der ist immun gegen liegend, also bringt auch ein fällender Angriff nichts. Da ist das mal ganz gut, wenn man eine andere Option hat. Dann machen wir Zerfleischen. Kriegt ein bisschen Schaden über Zeit. Ah. 20. 16. Wir würfeln ein D6. Probieren das. Ja, Rettungswurf trotzdem geschafft, schade. Das macht aber einen Bonusschaden. Ja, machen wir trotzdem auch, wenn er immun ist dagegen. Gegen den liegenden Effekt. What should I do? Sengender Strahl. Trifft das sonst dann irgendwie die mit? Wow. Also manche Items sind halt komplett imbar. Schön gemacht. Schön, dass ihr da reingelaufen seid. Wie cool das aussieht, auch mit dem Buff. So, jetzt gleich mal alles einsammeln. Ja. Okay, wir sind schon relativ stark, wie man sieht, an der Stelle. So, das kann ich jetzt mit dem Schwert nochmal anschauen. So. Erhalten einen Bonus von 1d4 auf Angriffswürfe. Auf Angriffswürfe, steht doch da. Warum war das denn eben nicht so, als es da stand? Ein D4 auf Angriffswürfe, aber bei dem Buff stand doch eben hundertprozentig was anderes. Da stand doch mit den Rettungswürfen alles. Also hier gibt es ja auch und Charisma Intelligenz, aber von den Angriffswürfen stand da nichts. Oder ich habe es überlesen. Also das passiert auch wirklich erstaunlich oft, wenn ich mit dem Inventar was suche oder auf irgendeinen Tooltip gucke und dann einfach offensichtliche Sachen nicht lese, aus irgendwelchen Gründen. Also ich weiß nicht manchmal, was da mit mir los ist. Kann auch sein, da muss ich nächstes Mal nochmal drauf achten. Ihr könnt es auch wirklich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich was übersehe, das hilft mir auch. Und dann schreibt so, nee, das stand da oder so, oder das fehlt im Tooltip oder irgendwas, was mir da weiterhilft. Das ist natürlich immer ein bisschen später, vielleicht habe ich es dann schon geschnallt, aber oft ist es auch wirklich hilfreich und ist auch allgemein
an der Stelle mal vielen Dank an Leute, die sich mit D&D wirklich auskennen, die mir dann manchmal so Sachen erklären, die ich nicht richtig verstanden habe oder die in Baldur's Gate 3 nicht richtig erklärt sind oder die einfach so ein bisschen komplizierter sind. Auf jeden Fall habe ich schon viele gute Tipps in den Kommentaren bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. War sehr, sehr nett. Das hilft mir auch weiter. An dieser Stelle dann auch mal an alle anderen sonst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es sind immer gar nicht so viele, die so eine Folge bis zum Ende schauen. Aber das ist ganz normal. Das kann ich an anderer Stelle mal ein bisschen erklären, ein bisschen drüber sprechen, über die Hintergründe, über ein bisschen Behind the Scenes. Für manche ganz interessant, wie YouTube und Videos so von der anderen Seite aussehen, von Leuten, die halt die Videos machen. Man hat dann auch eine Menge Statistiken. Und so zu Ende gucken, so ein Video komplett, ungefähr, mal gucken, vielleicht so 20%. Viele skippen halt so ein bisschen rum, manche starten das immer. Es kommen auch Leute dazu, die keine Abonnenten sind, die es über die Suche finden oder über nächstes Video oder an der Seite angezeigt. Manche gucken das nicht einmal zu Ende, manche gucken ja auch dann über mehrere Tage. Aber so deswegen so ein Prozentsatz, die jetzt das Video starten und dann bis zum Ende durchzucken, ist jetzt nicht allzu hoch. Aber das ist völlig normal. Ich habe auch genug andere. Ich habe jetzt nicht nur einen Vergleich mit meinem Kanal. Ich habe ja noch den GameTube-Kanal, ich habe noch Dota-Kanal. Ich war früher auch YouTube-Network-Manager. Ich habe auch den GameStar-Kanal lange Zeit als Verantwortlicher geleitet, also praktisch den YouTube-Kanal befüllt und die ganzen Statistiken gemacht. Also ich kenne die ganzen Zahlen und Statistiken. Deswegen ist es jetzt nicht komisch oder so, sondern es ist einfach so. Aber deswegen, das ist auch wichtig tatsächlich, so für die Videos, für mich als Content-Creator, und für bestimmte Sachen, wo das auftaucht. Deswegen ein spezieller Gruß geht raus an alle, die jetzt noch zuschauen. Vor allem die jetzt nach so einer Ansage, da schalten die meisten ab. Wenn man halt bis zum Ende spielt, normalerweise spiele ich hier den Kampf und sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, dann guck noch mehr. Und dann rede ich aber jetzt hier noch 2-3 Minuten rum und immer mehr Leute schalten ab, weil das dann so interessant auch nicht ist. Deswegen nochmal Gruß an alle, die jetzt noch dabei sind. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.